Willkommen zur deutschen Übersetzung vom Psychedelic Medicine Hiking Psychiatry, live vom 36 Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Congress werden zwischen Deutsch und Englisch in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind MFA, OS 10.000, AfroSun. Not much thinking Vielen about Dank. How these drugs work and how could they improve psychiatry has been done. So now everybody's asking, is this the magic bullet cure? I don't believe so, but more about this by Andrea. Well, warm welcome, please. So. Hello everybody. Hallo alle zusammen. Ich bin sehr froh, hier zu sein und mit euch zu reden über eine Sache, die für mich sehr wichtig ist und die für viele Leute wichtig ist, für jetzt und für die Zukunft. Die Sache, über die wir heute reden wollen, ist Psychedelic Medicine, Hacking Psychiatry. Um euch einfach schon direkt die Punchline zu geben, das ist keine magische Waffe. Erstmal ein paar Dinge über mich. Ich bin ein Doktor, spezialisiert in Emergency Medicine und Intensive Care. Und ich arbeite auch für die MINT Foundation und bin aktuell der medizinische Direktor. Das ist unser Co-Team. MIND ist eine member-basierte psychedelische Wissenschaftsassoziation. Wir haben ungefähr, es ist ein Kern mit bezahlten Kräften, mit freiwilligen Kräften, mit Praktikanten und vielen Leuten aus unterschiedlichen Hintergründen, zum Beispiel Neurowissenschaften, Psychologie und Medizin. Lass uns direkt reingehen in die psychedelischen. Was sind psychedelische Wissenschaften? Der Begriff kommt vom griechischen Psychedelos, was übersetzt werden könnte als den Geist offenbarend. Viele haben schon über psychoaktive Substanzen geredet, mit verschiedenen Möglichkeiten, die Wahrnehmung zu übersetzen. Das wurde oft als Träumeinsicht betrachtet, aber das ist nicht wirklich so. Die klassischen psychedelischen Eigenschaften werden als Halluzinogene bezeichnet. Das ist aber ein Term, den ich nicht so mag, weil sie Pseudo-Halluzinogene hervorrufen. Leute, die normalerweise auf Psychowissenschaften sind, die Halogene verwenden, sind normalerweise sich darüber bewusst, dass sie Halluzinogene verwendet haben. Deswegen sind es keine richtigen Halluzinogene, sondern Pseudo-Halluzinogene. Klassische Substanzen hier sind LSD oder DMT, die funktionieren alle auf eine ganz bestimmte Weise. Sie wirken alle auf das serotonergische System. Das Serotonin ist ein Schlüsseltransmitter. Einer davon ist der 5-HT2A-Rezeptor. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner dieser aller Substanzen. Sie wirken nicht alle wirklich darauf, sondern sie wirken auf eine ganze Menge verschiedener Rezeptoren und das ist sozusagen der Schlüsselrezeptor, auf den sie wirken. Andere Substanzen, die ein bisschen halluzinogen klassifiziert werden, ist zum Beispiel Serotonin, MDMA, dissoziative Substanzen wie zum Beispiel Ketamin, die auf die MDA-Rezeptoren wirken oder andere, sind ein bisschen zufällig, wie zum Beispiel Adamanita oder Datura oder zum Beispiel Salbei. Das ist der einzige Slide, mit dem ich euch ein bisschen Wissenschaft nerve, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden und das klarstellen. Obwohl psychedelische Substanzen ein Meme sind, in der Populärwissenschaft da sind, viele Leute wissen nicht so viel darüber. Ja, viele Leute glauben, dass mit klassischen psychedelischen Substanzen Abhängigkeitsfaktoren einhergehen, aber das ist nicht wirklich so. Und deswegen, psychedelische Sachen sind oft sozusagen der Dirty Corner für viele Leute. Und weil Leute wie Michael Pollen, der ein Allgemeinautor ist, der darüber angefangen hat zu schreiben,
Und dann gibt es noch andere Dinge, die den psychedelischen Substanzen geholfen haben. Also gibt es da Microdosing, wo man ganz wenig nimmt. Und das ist eine Szene, die ist vor allem in Silicon Valley und in Kalifornien, da am Strand. Hier in diesem Vortrag werde ich über psychedelische Substanzen in anderen Kulturbereichen reden. Hier ist Mexiko. Die haben diese Substanzen in Ritualen verwendet über die letzten Jahrhunderte. Aber das sind nicht wir. Also lasst uns darüber reden, was hier in Europa und in der westlichen Welt passiert ist. Dieser Mensch hier, der falsche. Okay, dieser Herr ist Albert Hofmann. In 1938 hat er verschiedene Sachen entwickelt. Das sollte Frauen helfen nach der Geburt. Und da ist dann irgendwann LSD draus geworden. Aber er hat keinen Grund gesehen, das weiter zu verfolgen. Und deswegen hat er es irgendwo ins Regal getan. 1943 hat er es wieder rausgeholt und hat es für andere Zwecke geprüft. Und hat sich selber den ersten dokumentierten LSD-Trip verabreicht. Das hat er nicht gemacht, weil er ein schlechter Chemiker ist, sondern weil das so wenig braucht wie keine andere Substanz. Also 20 Mikrogramm hat er genommen und das hat schon Mods was bewirkt. Als er da rausgekommen ist, nachdem er sich zufällig oder versehentlich damit behandelt hat, und jetzt hat er beschlossen, er macht es nochmal mit einer. Jetzt hat er 250 Mikrogramm genommen. Das war ziemlich viel. Und er wusste nicht, was er erwarten sollte, und das war halt viel. Und das ist diese bekannte Fahrradheimfahrt, die beschrieben ist, und oder heimfährt und das halt beschrieben hat. Das nächste hat er in Sandoz, in Basel, den Chefs berichtet, dass diese Substanz für Ärzte das könnte man Ärzten geben, damit die das ausprobieren können, wie es sich anfühlt, psychotisch zu sein. Und das heißt also, tausende von Dosen sind da weltweit verbreitet worden und die Ärzte haben es ausprobiert. Und eine kleine Gruppe Psychologen haben das auch ausprobiert und die haben gesagt, das ist nicht nur was für Ärzte, die das halt lernen sollen, sondern das kann man raustragen in die echte Welt. Und dann haben Leute in den 60ern damit rumexperimentiert, bevor es 1971 verboten wurde. Nicht, weil es gefährlich war, weil Unfälle passiert sind oder sowas sind oder Nebeneffekte. Es gab einfach keinen politischen Willen, mit dieser Substanz klarzukommen und in dem kulturellen Kontext. So, also, das war jetzt raus, das war bekannt und jetzt ist es halt in eine Subkultur reingegangen. Ja, und da sind bis zu 500 psychoaktive Substanzen in den schwarzen Märkten verkauft worden, die irgendwie Derivate davon sind. Und unser Überwachungssystem, Klassifikationssystem kommt da nicht mehr mit. Und diese Leute, die machen selbst Versuche und da gibt es jetzt Schamanen und Pseudoschamanen, die solche Dinge nutzen. Und jeder kennt jemanden, der sowas mindestens einmal ausprobiert hat. Und vor ein paar Jahren hat sich alles geändert. So vor 10 Jahren oder so ist das dann zurückgekommen. Also der oberste Forscher in Zürich, der wusste natürlich, dass sie ausprobiert worden sind,
Also sind Psilocybin und LSD und sind für Therapie wieder ausprobiert worden über die letzten 10 bis 15 Jahre. Diese Leute hier arbeiten weltweit mit diesen Substanzen, um daraus Medizin zu machen. Und zwar nicht einfach, was man jeder kaufen kann, sondern was im Kontext von Psychotherapie verabreicht wird. Depression, das ist nicht, dass irgendjemand sagt, ich hätte das gerne, sondern es gibt eine strukturierte Therapie und als eine Komponente davon wird das halt verabreicht. Das am besten funktionieren zu scheint, sind Psilocybin für Depressionen. Also in Amerika ist jetzt zugelassen, MDMA. Also sie versuchen MDMA zu kaufen für Post-Traumatic Stress Disorder und in den Vereinigten Staaten wird das vor allem dafür, aber auch im Alkoholismus verwendet. Sind diese Substanzen sehr gefährlich? Die sind nicht in der Art, wie man es denkt, gefährlich und nicht so viel, wie man es denkt. Also hier ist eine Übersicht von 40 Experten, die darüber diskutiert haben, wie groß der Schaden für den Benutzer und für die Umgebung sind. Alkohol ist sehr schädlich für die Person. Da gibt es Abhängigkeit, da gibt es und weil die Leute aggressiv werden, und dann werden sie gefährlich für andere. So, ich laufe jetzt mal hier rüber. Also diese Substanzen, die wir hier für Therapien verwenden wollen, die sind ganz unten. LSD, Ecstasy sind weit unten. Und wenig, fast gar keine Gefahr für andere Leute. Heroin und Tabak sind ganz oben. Und wir sind alle ein Teil von einer großen Studie. Hier ist ein 2017er globale Übersicht, wie Drogen benutzt worden sind. Und wir sind alle ein Teil von so einem Riesenexperiment. Das ist jetzt nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, aber hier waren 115.000 weltweit, die irgendwann mal LSD genommen haben. Also das hier sind die Prozentzahlen, wie viele Leute sowas mal ausprobiert haben. Wie viele Leute kennen wir, die irgendwo in einer Notaufnahme waren wegen solcher Substanzen? Das heißt also, der illegale Markt hat eine riesige Feldstudie gemacht. Und das heißt also, wenn die Leute eine kleine Dosis von einer sauberen Substanz nehmen, ja, dann passiert offensichtlich nicht so viel. Was ist jetzt mit Microdosing? Also ganz wenig nehmen. Wir wissen nicht viel darüber. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. Die erste fängt gerade erst an. Es gibt Selbstberichte, wo Leute Online-Formulare ausgefüllt haben. Und auf der einen Seite versuchen sie, etwas Besonderes zu erreichen. Sie wollen kreativer werden. Sie wollen besser in der Arbeit werden. Aber viele wollen Depressionen behandeln, die entweder schon da ist oder die unterschwellig da ist. Ja, Microdosing wird so definiert, dass man einfach sehr wenig oder so viel nimmt, dass es fast gar nichts ist. Die Leute nehmen MDMA. Das
kann eigentlich gar nicht das tun, was sie sich erhoffen. Und wenn wir an solche Leute anschauen und die nicht sagen können, wie viel sie von diesem Effekt, die sie fühlen, dann wissen wir nicht, ob das jetzt tatsächlicher Effekt ist oder Placebo ist. Die Leute fühlen sich besser, weil sie es genommen haben und sich besser fühlen. Placebo ist sehr, sehr wertvoll. Der Placebo-Effekt erweitert die opioide Produktion im Körper. Einfach, wenn man den Leuten eine Zuckerpille gibt. Und eine Sache, die ich hier lassen möchte, ist, wenn irgendeiner von euch Microdosing nimmt und ihr habt irgendein Herzproblem, macht das nicht. Einige von diesen Rezeptoren, die über lange Zeiten aktiviert werden, die können das Herz, dem Herz schaden. Es gibt keine klaren Erkenntnisse darüber, aber wenn du was mit dem Herzen hast, dann lass es. Depression. Wenn wir jetzt darüber reden wollen, wie psychiatrische Medizin einen Unterschied machen kann, dann ist Depression das erste Thema, über das man nachdenken möchte. Warum? Depression ist eine schlimme psychiatrische Krankheit. Jede achte Frau in Deutschland hat depressive Episoden in ihrem Leben. Leute, die depressiv sind, schaffen ihre soziale Funktion nicht mehr. Die haben verkürzte Lebensspanne, weil sie sich nicht mehr um sich selber kümmern können. Die gehen für andere verloren. Und es gibt Unterstützung. Aber in vielen Fällen hat es begrenzte Reichweite. Und es, wenn, also 20% der Bevölkerung in Afghanistan haben Depressionen, 3% der Leute in China. Also die Sachen, mit denen wir arbeiten, sind vielleicht manchmal wirken, teilweise aber auch nicht. Manche Patienten springen auf die Medizin an, andere nicht. Und die, bei denen es funktioniert, haben sehr geringe Raten von Akzeptanz wegen den Side-Effekten, also wegen den, was in Deutschland aber Verhaltenstherapie genannt wird, im Zusammenhang mit Antidepressiva. Ja. Die Medizin nehmen, fühlen sich nicht besser. Es ist nicht so, dass sie zurück normal sind. Sie sind immer nur weniger depressiv. Also die sind noch immer nicht wirklich glücklich. Deren Libido sinkt, deren Aktivitätslevel sinken. Die Leute leiden sehr von den Side-Effects, von den Nebenwirkungen. Nur um euch eine kleine Geschichte erzählen, ich bin ein Notfallarzt. Nur um zu zeigen, wie schlimm Depressionen werden können. Vor ein paar Wochen wurde ich angerufen zu einem versuchten Selbstmord, wo eine Frau aus ihrem Fenster im vierten Stock gesprungen ist. Wir haben sie in ihrem Hof liegen gefunden. Und sie war verletzt, schlimm verletzt, aber noch am Leben. Und wir haben sie stabilisiert und haben sie ins Krankenhaus gebracht. Und als die Krankenschwester ihre Daten rausgeholt hat im Notfallraum, hat sie gesagt, oh nein, nicht schon wieder. Weil diese Frau ist aus demselben Fenster vor einem halben Jahr schon mal gesprungen. Das ist so schlimm, kann diese Krankheit sein. So verzweifelt können Leute werden. Und so wirklich wichtig ist es für uns, dass wir da nicht wegschauen, sondern dass wir bessere Therapien dafür finden. Und das ist in meiner Meinung nach die Stelle, wo diese Art von Medizin wirklich was verändern kann. Wir haben die besten Informationen, die besten Daten, um
psychedelische Drogen zu benutzen, um Depressionen zu heilen. Da gibt es mehrere Studien in Amerika, in der Tschechischen Republik, in der Schweiz und so weiter. Und das, was die Leute dort finden, ist, dass auch wenn sie nur mit kleinen Gruppen von Patienten das testen, weil man muss da sehr vorsichtig sein und muss erstmal beweisen, dass es sicher ist mit gesunden Menschen. Und dann musst du eine kleine Menge von Leuten nehmen und dann kannst du die Gruppe mit der Zeit vergrößern. Und dieser Vergrößerungsprozess, das ist es, dass man die Leute mit Psilocybin behandelt. Und es sorgt dafür, dass die Angstlevel dieser Leute sinken. Also nicht nur, wie die Leute sich im Moment fühlen, in dem Moment, wo sie sind, sondern deren Attribut, deren Eigenschaft verändert sich. Also sie werden insgesamt weniger ängstlich. Und das ist was sehr Gutes, damit Leute nicht wieder rückfällig werden und wieder depressiv zu werden. Es verringert die Wahrscheinlichkeit dafür enorm. Also ihr seht, es passiert weltweit gerade eine ganze Menge in der Forschung in dem Bereich. Aber das hier ist Deutschland in dem Bereich. Eine wissenschaftliche Wüste. Wir sind in der größten, im größten Land, wahrscheinlich auch im wissenschaftlich wichtigsten Land. Hier passiert richtig viel. Und bei uns gab es noch keine Studie in dem Bereich. Seit 40 Jahren. Die letzte war vor 20 Jahren. Aber psychedelische Drogen wurden hier noch nicht untersucht und wir wollen das ändern. Das. Also wir, die Mind Foundation. Okay, lass es uns eine erschütternde Konferenz nennen. Wir hatten eine Konferenz mit 600 Teilnehmern, mit 50 Sprechern. Weltweit waren Leute da. Also fast von überall. Sehr viele Leute waren da, die sehr wichtig sind in diesem Dialog. Aus der Pharmakologie, aus der Psychologie, aus der Therapie, aber auch Philosophen, die über verschiedene Arten von Zuständen in des Bewusstseins gesprochen haben, um das mal hier in der deutschen Gesellschaft reinzubringen, um hier neue Grundlagen zu bauen in der Wissenschaft. Und was als nächstes passieren soll, ist das hier. Zusammen mit unserem prinzipalen Untersucher Gerhard Gründer, der ein Pharmakologe aus der Universität Mannheim ist, sind wir dabei, uns für eine Studie mit Psilocybin in Deutschland zu bewerben. Also nächstes Jahr, 2020, werden wir uns dafür bewerben. Und was wir machen wollen, ist eine Doppelblindstudie im ZI Mannheim und in der Charité Berlin. Sorry, nein, sie wollen zwei Studien machen, nicht eine Doppelblindstudie. Und es gibt da eben diese Kollaboration von diesen drei Organisationen. Und wir versuchen, alle unser Wissen, unsere Fähigkeiten, unsere Stärken einzubringen. Und was wir machen wollen, ist das. Wir wollen eine Doppelblindstudie machen, eine Phase-2-Studie. Das bedeutet im Prinzip, das ist top-notch, wie man das wissenschaftlich macht. Double-blind bedeutet in dem Fall, dass weder der Therapeut noch der Patient wissen, was sie bekommen. Es ist zufällig, also ohne dass irgendjemand weiß, wer was bekommt oder da was rumspielt. Es ist bisher einfach nur mal mit der sehr geringen Dosis, um zu gucken, ob es funktioniert und nicht mit verschiedenen Dosen zum Ausprobieren. Und wir arbeiten mit 144 Patienten in vielen Orten. Das wird die dritte oder viertgrößte Studie, die wir in dem Bereich bisher gemacht haben. Und was wir machen werden, ist 25 Milligramm von standardisiertem Psilocybin, also medizinisches Psilocybin, gegen zwei Placebos. Und wenn man jetzt über Mikrodosing spricht, was ist, wenn schon so eine kleine Dosis was macht? Und wir testen das gegen ein anderes Medikament, das nicht Psilocybin ist, das überhaupt nicht psychedelisch wirkt. Okay. In diesem Design bekommt jeder Patient
mindestens 2 Dosen von Psilocybin. Also jeder, der angenommen wird, bekommt auch was. Und es gibt da Vorbereitungsstunden, dann Stunden, in denen Leute die Drogen bekommen und Sitzungen zur Integration. Und Integration ist enorm wichtig, aber nicht nur in den Studien. Nicht nur, wenn Leute damit experimentieren. Integration ist der Schlüssel, um was mit der Erfahrung zu machen. Also wenn du nicht aktiv damit arbeitest, wird die Erfahrung wieder verschwinden. Also es wird nicht den Einfluss haben. Du wirst vielleicht dich daran erinnern, aber es wird dein Leben nicht so verändern. Du wirst nicht so sehr davon profitieren, was du da lernen könntest. Noch ein bisschen mehr. Es ist eine gemischte Finanzierung. Es ist teilweise öffentliches Geld, aber wir sind auch sehr interessiert an Spenden oder Investmentgeldern. Und das ist fast das Ende meines Talks. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Was wir aktuell versuchen, ist die Grundlage für legale und sichere therapeutische Nutzung in Deutschland, Europa und der Welt zu etablieren. Es braucht aber lange Zeit. Wir sind da vielleicht in 5 oder 10 Jahren, also vielleicht 5, wenn es wirklich alles rund läuft. Ich weiß, es ist sehr interessant für Leute, das jetzt zu machen, also einfach sich zu denken, ich kann mir einfach irgendwie Psilocybin nehmen und eine Ayahuasca-Session machen oder so. Und ja, ihr könnt das machen, aber bitte seid euch bewusst, dass wenn ihr das macht, weil ihr wirklich von der psychiatrischen Krankheit habt, wenn ihr wirklich unter Stress seid, seid sehr vorsichtig. Denn das Ding ist, ihr braucht jemanden, der euch wirklich dabei unterstützt, der euch da durchhilft, jemand, der weiß, womit er da eigentlich umgeht. Sonst könnt ihr euch nämlich mehr Schaden zufügen, als es ihr euch Gutes zufügt. Das Bild da unten mit dem Krankenwagen ist ein echtes Bild. Ja, das wollte ich sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr interessiert seid, schaut euch bitte hier die Website an. Dankeschön. Das war die deutsche Übersetzung vom Psychedelic Medicine Hacking Psychiatry vom 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren MFA, OS 10.000 und AfroSun. Wir freuen uns über Facebook, Feedback. Okay, wir kommen zu den Fragen. Gäbe es nicht ein Problem mit einer Doppelblind-Studie? Ich meine, Leute können doch sicher sagen, ob sie jetzt einen psychedelischen Effekt erleben oder nicht. Das ist in der Tat ein Problem, ja. Aber das ist die Weise, wie die die von den Behörden erwartet wird, dass sie es so machen müssen. Es waren in der Tat schon Fälle, wo man es nicht genau wusste, ob Leute an einer kleinen Dosis waren oder an einer hohen Dosis waren oder an dem inaktiven Placebo. Also die Suggestionsmöglichkeit von Menschen sollte nicht vernachlässigt werden. Okay, Nummer 6. Danke für deinen Talk. Ich würde gerne wissen, was deine Meinung ist, dass in den letzten 150 Jahren die meisten Drogen also in Deutschland gefunden wurden und gleichzeitig haben wir das Problem, dass bei uns wissenschaftlich die Leute es überhaupt nicht machen wollen, also dass wir hier in Arizona sind. Ja, also Deutschland hat 2 historische Punkte, die uns zurückhalten. Der eine ist, wir haben während der Nazi-Zeit eben Menschen dazu gezwungen, Drogen zu nehmen. Da hat man das in Konzentrationslagern gemacht mit Gefangenen. Und wir haben den Contagan-Skandal, der so viele Menschen geschädigt hat. Und überall in der Welt hat das Auswirkungen gehabt für strengere Regularien. Das sind 2 Gründe, wieso es hier in Deutschland so, dass wir so vorsichtig sind, um uns mit sowas zu beschäftigen, kulturell. Aber ja, es ist tatsächlich sehr schade. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass der deutsche Staat, aber auch die wissenschaftliche Gesellschaft mal dahinter kommt und versteht, dass sie da was verlieren, dass sie hinterherhängen, wenn sie an etwas hinterherhängen, was bereits angefangen hat. Wenn wir da nicht. Jetzt eine Frage vom Internet. Für Leute, die mit Depressionen, Angstzuständen oder anderen Dingen
haben. Was für spezifische Optionen gibt es hier bezüglich psychedelischen Therapien? Also eine Möglichkeit ist, in den existierenden Untersuchungen teilzunehmen. Zum Beispiel in London im King's College oder Imperial College gibt es eine, oder in Bristol gibt es eine Gruppe, die daran arbeitet. Auch in der Schweiz und so weiter. Und außerdem, also wenn du glücklich genug bist, in der Schweiz zu leben, gibt es da manche Psychologen, die MDMA und LSD von Fall zu Fall benutzen können, aber sie müssen das halt dann vorher mit dem Staat abklären. Das ist alles, was wir bisher sagen können. Compassionate Use heißt das Ganze. Wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit zunimmt und wir mehr anbieten können. Vielen Dank für den Talk. Meine Frage ist bezüglich der Geschichte der Benutzung psychedelischen Drogen in den Vereinigten Staaten. Spezifisch zu der MAPS Association von Rick Dublin. Warum ist MAPS so aktiv die Experimente in den 1960ern von der CIA und trotzdem nehmen sie Donations von vielen Millionen Dollars Geldern von Cambridge Analytica und anderen Firmen mit vielen Aktionären. Wieso haben sie in den letzten Jahren viele Millionen von der Tea Party angenommen? Ist das nicht ein bisschen Ironie? Das ist eine gute Frage. Also so wie ich Rick Dublin und andere Leute von der Organisation kenne, weiß ich, dass die ein ehrliches Ziel verfolgen. Was sie tun ist, was sie versuchen zu erreichen, ist, das in die Welt zu bringen. Und sie haben das seit 1968 gemacht. Also die sind jetzt schon seit fast 35 Jahren dabei. Er hat sein ganzes Leben dafür aufgeopfert, um das zu machen. Ich verstehe seine Motive nicht und ich muss aber auch nicht. Ich spreche auch nicht für ihn. Ich glaube, es gibt aber einen großen Bedarf nach Integration, weil wenn wir das nicht machen, die hier wissenschaftlich arbeiten, wenn wir nicht mit der nötigen Integrität da mitgehen, dann machen wir Tür und Tor offen für Leute, denen das halt scheißegal ist. Also das Geld zu bekommen und das hinzukriegen, also Rick wurde dafür kritisiert, dass er Geld angenommen hat von Leuten, also Veteranen aus dem Irak angenommen hat in seine Programme. Damit er sie zurück in den Krieg schickt, wurde er kritisiert. Und ich finde das alles sehr schwer, weil es gibt da ein Ding, das. Also es gibt erst Leute, die danach realisieren, was sie getan haben. Und ich wäre sehr vorsichtig, diese Leute zu verurteilen, die unter Stress sind in so einer Situation. Aber ja, es ist tatsächlich ein sehr delikates, ein sehr diffiziles Topic, Thema, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, wo wir nachschauen müssen, wo kommt das Geld her. Ich vermute mal, Sie haben eine sehr gute Antwort für die folgende Frage. Würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Klar. Greta hat heute gesagt, dass The House is on fire, das Haus ist in Flammen. Wäre da nicht eine adäquate Reaktion, aus dem Fenster zu springen? Könnte man nicht argumentieren, dass man alle Menschen helfen sollte, die unten sind? Oder sollte man Leute, die glücklich sind, nicht sie ein bisschen runterholen und... Also es gibt immer zwei Wege, mit einem System umzugehen. Du kannst entweder dich daraus verabschieden oder du kannst versuchen, es von innen heraus zu ändern. Es ist immer sehr schwer, wenn man sich davon, dass man sich um ein Individuum kümmern möchte, dahin zu verändern, dass man sich um die Gemeinschaft kümmern möchte. Ich habe im Zentrum meiner dessen, worum ich kümmern möchte. Ich glaube, es ist nicht möglich, beides zusammenzuführen. Also man sollte aber das, wofür man sich entscheidet, mit all seinem Herzen tun.
Wissen Sie von irgendwelchen Studien oder irgendwelchen kollaborativen Eigenschaften, die versuchen, mentale Krankheiten mit psychedelischen Sachen auszulösen? Also während einer Kontrollstudie, glaube ich, wäre das unethisch. Aber was wir haben, sind anekdotische Informationen, die wir gefunden haben. Also ja, wenn du eine Prädisposition für Psychosen oder mentale Unstabilität hast, dann gibt es die Gefahr, dass man das durch die Nutzung von solchen Drogen auslösen kann. Aber viele Leute behandeln sich auch damit, weil sie glauben, sie sind bereits am Rand von irgendeiner Instabilität. Aber die Grundlage der Studie ist, dass man Leute, die irgendwie mit Psychosen in Berührung kommen, in der Familie aus der Studie auszuschließen. Ich würde gerne fragen, ob Sie Ihre Einstellungen dazu geändert haben bezüglich psychedelischen Drogen in den letzten Jahren. Haben Sie irgendwas in der Forschung gesehen, was Sie sehr überrascht hat? Also ich bin besorgt in ein paar Bereichen. Zum Beispiel der ganze Bereich der Veränderung um die 5-Mio-Szene. Also Leute benutzen manche toxischen Sachen für sehr starke psychoaktive Wirkungen. Sowas wie vom Boden abheben und in sehr seltsame Richtungen gehen. Und ich bin da ein bisschen besorgt, weil ich glaube, dass Leute die Sorgfalt, die sie zu sich selbst haben sollten und zu dem, was sie tun, nicht haben. Aber sonst glaube ich, dass wissenschaftliche Ergebnisse sehr eindeutig sind. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass das hier keine Silberkugel ist. Du kannst damit nicht alles behandeln, aber psychedelische Drogen scheinen gut zu sein für Leute, die sehr irgendwo eingeloggt sind und irgendwie rauskommen wollen. Aber für Leute, die bereits in einem chaotischen Status sind, mental, für die wird es nicht helfen. Danke. Können Sie bezüglich verschiedenen Umgebungen, bezüglich verschiedener Settings in der letzten Studie einmal kommentieren? Also bei all den Studien, die wir haben, sind Ort und wie man das einnimmt, beachtet. Also die Leute müssen da währenddessen in einem sterilen Bett im Krankenhaus sein und dort müssen sie ihre Erfahrung haben in einem warmen, angenehmen, wohlwollenden das muss in einer wohlwollenden, netten Umgebung sein mit einem Sofa, Blumen, Musik ist sehr wichtig. Also es gibt wissenschaftliche Arbeiten darum, welche Musik ist gut dafür. Also ich spiele ein Forscher hat mal da bei Musik nachgeschaut und hat das sehr ernst genommen. Also auch die Frage, wie viel körperlicher Kontakt ist notwendig oder erlaubt, was könnte dem Patienten Schaden zufügen, das wird sehr genau untersucht. Weil es gibt da so, also das ist viel mehr als nur eine Drogen, also eine Medikamentenpille. Das braucht, also die Leute müssen ja zu sich kommen, um zu heilen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort auf meine Frage hören will. Würde es zu irgendwas führen, wenn Leute aufhören würden, die Drogen aus Spaß zu nehmen? Meine Antwort dazu ist die folgende. Stell dir vor, es gäbe da dieses Essensding. Also irgendwas, was halt gut schmeckt. Und es gibt Leute, die könnten nur überleben, wenn sie Schokolade essen würden. Aber weil alle anderen das auch gemacht haben und manche fanden das nicht gut, wurde es für alle verboten. Dann würde ich sagen, wenn du Schokolade mit LSD austauschst, es gibt Leute, die brauchen es und wir müssen vorsichtig sein, dass die spirituelle Benutzung das nicht für die Leute kaputt macht am Ende, weil die brauchen sozusagen die Schokolade. Du kommst vielleicht auch ohne klar. Aber es ist etwas, worüber wir auch nachdenken müssen, dass es nicht falsch ist, diese Erfahrungen für deine eigene Weiterentwicklung, für deinen eigenen Spaß zu haben. Aber bitte behalte im Kopf, dass
Wenn du Spaß haben möchtest, dann könntest du vielleicht jemanden verhindern, dass der eine lebensrettende Therapie bekommt. Also dann wäre das ein Problem. Andrea, vielen Dank. Das ist dein Applaus. Thank you.